Was wir machen werden, wir werden als erstes diese Zwischendecke hier raushauen. Hallo Agnes, einen wunderschönen guten Tag, Leute. Hey Jimmy, schön, dass du da bist. Heute haben wir ein Video, da geht es um ein Thema, was echt mega viele interessiert. Ihr habt mich alle angeschrieben. Agnes, mach bitte ein Video zum Thema Immobilie kaufen, sanieren und wieder verkaufen. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch das am besten an einer Immobilie, die ich selber gekauft habe und die jetzt gerade fertig gemacht wird. Das ist eine Doppelhaushälfte. Wir gehen einfach mal rein, da ist es ein bisschen leiser. Ich glaube auch. Ich glaube, der Patrick mega Idee. Arbeitet auch schon. Come on. Hey Patrick, was geht ab? Krass, du hast ja schon echt viel hier geschafft, ne? Ja, langsam läuft, ne? Also Leute, das ist hier das Chaos, wenn man ein Haus kauft, was echt ein Schnäppchen ist. Ich kann euch sagen, ich habe für dieses Haus 160.000 Euro bezahlt. Das ist für eine Doppelhaushälfte mit 160 Quadratmetern Fläche und 300 Quadratmeter Grundstück bei Düsseldorf echt nicht viel. Das kleine Häkchen da dran war, aber das Ding, es war echt eine Ruine und es war zu gemüllt. Patrick gehört schon seit mittlerweile 2 Jahren zu unserem Team. Er ist wirklich festes Mitglied von Coco Immobilien und Patrick ist verantwortlich nicht nur für Sanierung von Häusern, sondern er macht zum Beispiel auch so Vorbereitungen von Besichtigungen. Also ohne Patrick wäre Coco Immobilien gar nichts. Und in dem Fall hier ist es so, dass er mit seinem Team, ihr seid 4 Leute, glaube ich, ne? Ja. Ihr seid 4 Leute hier, macht er halt das ganze Haus fertig von A bis Z. Das heißt Elektrik, Wasser, Heizung, also eigentlich alles. Ne? Eigentlich alles, ja. Genau. Wie viele Container habt ihr jetzt schon rausgeballert? Also wir haben hier schon jetzt 8 Container. Man muss aber dazu sagen, da war auch Bauschutt mit dabei. Hier waren in diesem Haus 3 Wohnungen drin. Hier eine Wohnung oben und im Dachgeschoss. Wir haben hier insgesamt 155 Quadratmeter verteilt auf 3 Ebenen. Diese ganzen Balken, die man jetzt sehen kann. Wunderschön übrigens. Guckt euch das an. Ja, das sind Balken, weil das ein Fachwerkhaus ist. Mhm. Das hat Vor- und Nachteile. Ich finde einfach, das sieht mega aus, wenn man ein Fachwerkhaus öffnet. Ich bin jetzt hier mal einen Schritt zurückgegangen. Man sieht es, glaube ich, dann auch immer besser, wie offen da so ist. Genau. Sorry. Also überall, wo du die Balken siehst, war mal eine Wand. Das sieht man eigentlich hier ganz schön. Ist kaum auch gefährlich hier, muss ich sagen. Aber guck mal hier, Jimmy, guck, so sah das aus. Ne? Das ist ein klassisches Fachwerk mit ausgeziegeltem Mauerwerk dazwischen. Das Problem bei sowas ist natürlich, wenn du anfängst, das aufzumachen, du siehst das hier, dann bröckelt der Rest auch mal so mit. Ne? Und ich tapeziere das einfach jetzt. Ne? Also jetzt einfach hier ein bisschen Tapete drüber und dann ist das auch fertig. Nein, weißt du, was ich hier vorhabe? Wir lassen das so offen. Einmal richtig abspritzen. Scheiße! Leck mir was! Sauber machen, ein bisschen vielleicht lackieren und dann sieht das tipptopp aus. Also wenn man die Immobilie fertig macht, um sie wieder zu verkaufen, muss man Highlights schaffen. Ja. Und bei einem Fachwerkhaus, das ist halt natürlich ganz klassisch das Fachwerk, das alte Mauerwerk und ganz wichtig sind die Bäder. Da habe ich eine Frage am Anfang. Wie alt ist das Haus? Also das Haus ist jetzt 150 Jahre alt. Wow. Das also Moment, lass uns sagen 1860. Ungefähr, ja. Gut gerechnet, ja. Agnes, ganz kurz für die Zuschauer, du wirst ja wissen, was ist denn ein Fachwerkhaus eigentlich? Also Fachwerk war ja die vorherrschende Bauweise, eigentlich von der Antike bis vor 100 Jahren. Eisen war ja mal ein Rohstoff, der nicht im Bau klassisch verwendet wurde. Es war einfach teuer und nicht in dieser Menge produzierbar. Und deswegen gab es halt auch keine Nägel. Okay. Und diese Balken sind ineinander gelassen. Ah, hier sieht man es auch. Da ist auch irgendwie sowas gesteckt. Da ist ja gar kein Nagel drin. Und es hält irgendwie trotzdem diese beiden Balken zusammen. Ne? Genau, das ist halt massives Eichenholz. Das ist halt richtig stabil, wenn du dir überlegst, wie alt das hier alles ist und welchem super Zustand das Holz auch ist, obwohl man das ja früher gar nicht aufbearbeitet hat. Okay. Ein moderner Massivbau wird klassisch mit Eisen und Beton gemacht. Ja. Und das hast du hier halt komplett gar nicht. Du hast kein Eisen in diesem Haus. Aber ich zeig dir jetzt mal, was das nämlich nachher für einen Bau bedeutet. So, wenn du hier mal reinfilmst. Sieht gut aus. Schön gerade geworden hier. Ja, schön gerade. Ich sag dir, was das Problem ist. Und zwar dieser Teil quasi nach da, das ist ja ein kleiner Anbau. Ja. Der ist später in den 50ern gemacht worden und der ist massiv. Aha. Holz und Beton arbeiten nicht kongruent. Klär mich auf. Kongruent? Kongruent. Das heißt, also wenn du jetzt einen Holzbalken und einen Betonbalken oder Träger nimmst und würdest beide mit extremen Hitze belasten, würden die sich halt unterschiedlich verhalten. Macht Sinn.
Genau. Und bei Holz ist es so, dass sich das jetzt nach da bewegt hat, okay, und der Beton hat sich nach da bewegt. Und dadurch hat das heißt, das steht schief. Genau, das steht schief. Also warten wir noch 100 Jahre, fällt das Ding einfach um. Nein, wir haben das hier statisch prüfen lassen. 10 cm hier, du. Ja, das ist krass, vor allen Dingen, weil du hier nach draußen gucken kannst. Ne? Das werden wir aber alles ausschäumen, verputzen und dann siehst du das nicht mehr. Das ist übrigens auch das Coole an alten Häusern. Du hast meistens eine recht hohe Deckenhöhe, so wie hier. Und selbst wenn du die Decke abhängst, so wie hier, wir haben ja so ein bisschen abgehangen schon, hast du immer noch eine super, super gute Deckenhöhe. Das sind also die Heizungsleitungen? Genau, die führen dann zu den Wänden, wo die Heizkörper hinkommen. Bei einem Fachwerkhaus ist es so, dass die Zwischendecken auch aus Holz sind und manchmal nicht so ein hohes Gewicht tragen können. Okay. Und dann wird das halt mit Fußbodenheizung etwas schwerer. Du hast Fußbodenheizsysteme, die Leichtbauweise sind. Die sind aber einfach schweineteuer und es lohnt sich dann bei so einem Projekt nicht. Patrick, was wird uns jetzt die ganze Heizungsinstallation hier kosten für alle Etagen? Circa 15.000 Euro. 15.000, okay. Halten wir das mal fest. Es kommt jetzt hier unten rechts in den Counter rein. 15.000. Und was haben wir fürs Haus bezahlt? 160.000. Genau. Das heißt, wir sind jetzt bei 175.000. Genau. Sehr gut, weiter geht's. So, wir haben hier den Vorteil, dass hier schon eine Pelletheizung drin ist. Die war schon installiert, weil der Vorbesitzer ein Heizungsinstallateur war. Wir haben eine Solaranlage sogar draußen auf dem Dach. Das heißt, was sehr nachhaltig ist. Was sehr nachhaltig ist. Und diese Heizung werden wir auch so beibehalten. So, wir gehen mal nach oben. Dann zeige ich euch, wie das aussah, bevor die Wände raus waren und so weiter. Und wie der Ursprungszustand war. Wie viele Etagen haben wir denn? 3. Also hier kommt das Kinderbad rein. Das ist natürlich jetzt ein kleines Bad, aber für ein Kinderbad super. Hier kommt einfach nur Dusche, Waschbecken, Toilette rein. Ja, das kommt Dusche hier weg. Die Decke ist sau niedrig. Kann ich so anfassen. Machen wir die weg, Patrick? Machen wir die Decke weg? Machen wir komplett die Decke weg, ja, klar. Wird das dann höher? Haben wir hier noch mehr Platz oben? Haben wir mindestens 20 cm. Was haben wir geplant für die Bäder kalkuliert? Wir haben für die Badezimmer haben wir gemacht 10.000 Euro. Ja. Für unten, für die Gäste WC war 5.000, okay, und oben Eltern-WC auch 10.000. Ja. Insgesamt war 25.000. Also wir haben 25.000 Euro für die Bäder kalkuliert, aber das wir updaten echt kurz den Counter hier unten. Wir hatten unten 160 plus 15, 175 plus 25.000 sind 200.000 Euro. Auf die Kacke gehauen. Sehr gut, sehr gut. In den meisten Fällen entscheiden die Frauen über den Hauskauf. Sehr die gut. haben echt so da das letzte Wort. Und die Frauen kaufen über Emotionen. Dann frage ich mich jetzt, warum du mit deinen Emotionen dieses Haus hier gekauft hast. Aber gut. Das ist ein Investment Case, ja? Also da hören Emotionen einfach auf. Sehr gut. Ja, der ist da auch wunderschöner, wahnsinnig schöner Kronleuchter da oben. Ja, der ist sehr schön, aber das Fachwerk, was du hier oben siehst, wow, ja, okay, ist kein echtes Fachwerk. Das ist fake. Das ist tatsächlich Plastikbalken, die einfach nur drauf geklebt sind. Kommt alles runter. Wir machen hier eine komplett neue Decke rein, auch mit Deckenspots. Hier machen wir eine Wand wieder zu, sodass wir hier ein Kinderzimmer haben. Und hier war irgendwo mal eine Tür. Also, wir spielen jetzt ein Ratespiel. Meint ihr, hier haben Raucher gewohnt vorher? Oh, boah, das ist so ekelhaft. Was meint ihr, woran ich das sehe? Das war wirklich, aber hier hat das so gestunken. Ne? Also ich muss sagen, die Jungs haben das mit Maske leer gemacht, ne? Die erste Zeit. Das war echt eklig. Welche Wand ist das, wo die raus kann? Ja, aber hier müssen wir auch ein Loch machen, weil hier muss ein Zugang zum Kinderzimmer. Ja, das machen wir. Okay, kann man jede Wand rausnehmen? Ja, man kann jede Wand rausnehmen. Wenn man einen Träger setzt, aber in der Größe. Man kann jede Wand in jedem. Ich weiß, es gibt ja sowas wie einen Statiker. Der muss ja immer rauskommen, wenn man irgendwie eine Wand wegreißen will. Nicht immer, nicht immer. In dem speziellen Fall hier haben wir ja Fachwerkhaus. Das heißt, wenn wir innerhalb des Fachwerkes was rausnehmen, so wie ihr das unten gesehen habt. Deswegen muss halt auch dieser schräge Balken bleiben, korrekt? Genau, bleiben. Und da, wo kein schräger Balken ist, also quasi nur dieses Mauerwerk, das kann man rausschlagen, das ist überhaupt kein Problem, weil der Balken da drüber ja trägt. Das heißt, alles, was drunter ist, ist für die Statik völlig irrelevant. Wir machen hier überall Parkettboden rein. Das passt einfach schön zu einem Fachwerk. Das ist so thematisch gut. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, stilsicher zu sanieren. Ja. Ist aber schon teuer auch, ne? Ja, also Parkettboden rechnen wir immer mit Materialpreis so um die 80 Euro. Pro Quadratmeter. Pro Quadratmeter plus nochmal die Kosten von Patrick. Der nimmt 30 Euro pro Quadratmeter für das Verlegen. Das heißt ja aber, dass wir jetzt quasi ja eine neue Rechnung aufstellen müssen, weil wir uns um den Boden kümmern. Du hast jetzt gerade ein paar Preise genannt. Genau. Patrick, rechne das mal jetzt mal kurz aus. Also wir haben 150 Quadratmeter.
mal 30 Euro nur Arbeitskosten. Ja. Das kann man via 80 Euro Material. 110. Ja. 110 Gesamt pro Quadratmeter mal 150 sind 16,5. Ja? Ja, 16.500 Euro. Ich der ist so krass, der Typ, siehst ja? du? Nee, ich glaube. Du bist der Beste, Patrick ist der Beste. Sekunde. Man muss aber auch dazu 16,5. Sagen, das ist so krass. Okay, wir haben gerade auf dem Taschenrechner gesehen 16.000 Euro. Das heißt, der Counter erhöht sich um weitere 16.000. Wir haben jetzt 216.000 Euro. Ja, aber man muss ja ehrlicherweise sagen, und jetzt Achtung, Insider-Tipp, wenn du ein Fachwerkhaus kaufst, hast du in der Regel eine Holzbalkendecke, ja. Was wiederum bedeutet, du kannst nicht einfach einen Boden drauf verlegen, weil das halt alles krumm und schief ist. Du merkst das, ne? Das hat so ein bisschen Wellen. Du denkst es, ja. Genau, und das musst du halt ausgleichen. Und das ist halt das, Patrick, wie heißt das? Trockener Estrich. Trockener Estrich. Das ist eine spezielle Pharmazeutplatte. Und was kommt da drunter? Diese Schüttung? Schüttung kommt okay. unter. Gesamt, wir haben uns rechnen, ca. 7.000 Euro. 7.000 Euro für das ganze Haus? Für die ganze, ja, für 150 Quadratmeter. Okay. Dann sind wir quasi bei 220.000 ungefähr. Genau, dann sind wir schon bei 220.000 Euro. Und dann haben wir noch keine Elektrik gemacht, ne? Also hier in diesem Haus ist ja wirklich seit 50 Jahren nichts gemacht worden und die Elektrik ist schon lebensgefährlich hier. Und deshalb machen wir hier auch komplett alle elektrischen Leitungen neu. Okay, so. Hier wären wir jetzt also beim Punkt Elektrik. Patrick, was haben wir kalkuliert? Die Elektrik kostet ca. 10.000 Euro. Alle gesamt mit neuer Leitung. Schalter, mit Steckdose, alles komplett. Okay, machen wir Markenschalter hier oder? Doch, okay. Wie immer. Das Thema mit der Elektrik wäre somit geklärt. Genau. Heißt? Alles neu. Aber jetzt sind wir quasi im zweiten Stock unterm Dach. Genau. Hier ist das Badezimmer gewesen. Ohne Scheiß finde ich ja eigentlich, mittlerweile sind das ja wieder, ich würde sagen, die Farben moderne sind nice, ne? Farben. Ja. Aber kannst du halt so nicht machen, ne? Nee, das kannst du auch nicht, also einfach lüften und wieder verkaufen geht nicht. Ich zeig dir mal hier, was wir vorhaben. Sehr gerne. Also, wir haben ja hier wirklich eigentlich eine große Fläche. Ja. Aber es ist im Moment hier sehr eng, weil das mal eine Wohnung war und die hier 5 Räume reingemacht haben. Was ja. wir machen werden, wir werden als erstes diese Zwischendecke hier raushauen. Das wird dann ein viel offeneres Konzept. Man sieht das gerade schlecht. Genau, aber wir werden da oben, wenn wir ein bisschen Dämmung reinpacken und das Ganze mit Rehgips verkleiden, ja. dann ist das hier natürlich richtig schön offen. Richtig schön offen. Hier war meine Küche. Aha. So, und hier ist ein ganz besonderes Highlight in diesem Raum. Ich bin gespannt, du. Das ist unser Disco-Raum. Boah, schön. Was haben wir kalkuliert für den Abriss der Lampe? Das kann ich nicht machen, das muss bleiben. Das ist richtig Disco hier. Ja. Mein Gott, das ist so schön. Nice. Jetzt frage ich wieder die Frage: Was kalkuliert man denn bei einem Haus mit wie viel 150 Quadratmetern ein für den Abriss? Also quasi das ja, wie sagt man das? Wände raus, ja, sauber genau. machen, alles und so weiter. Das ist total unterschiedlich. Patrick, was haben wir hier gehabt? Ja, wir haben gehabt 5.000 Euro. Okay, inklusive Container, ne? Ja, mit Container, mit alles drin. Okay. Das heißt, ich rappel den Counter kurz rauf auf 250.000 Euro. Ja. Aber, mein lieber Jimmy, ja. um das Ganze mal zu vereinfachen, komm ja. mal mit. Das. Ja, ich weiß, das ist, wir kritzeln das immer am Anfang der ja. Baustelle, kritzeln wir das immer hin. Der heilige Gral. Der heilige Gral. Das fix it up. Was aber echt mal passiert ist, ich habe das in der Wand gemalt. Ich habe vergessen, dass diese Wand rauskommt. Und dann war das weg. Failed. Also wir haben hier unsere Kostenkalkulation, die für jeden sichtbar immer, so ja. ganz transparent. Wir haben hier einen Kaufpreis gehabt von 160.000. Mhm. Kaufnebenkosten, mhm. das wird jeder kennen, der schon mal eine Immobilie gekauft hat. Das sind Kosten für Notar. Dann haben wir den Abriss mit 5.000. Dann haben wir die neuen Heizungs- und Wasserleitungen. Die Böden, hatten wir ja schon gesagt, 23.000. Schön Parkettboden. Schön Parkettboden, genau. Eichedielenboden. Die Wände bedeutet in dem Fall, wir machen hier überall auf jeder Etage glatt verputzte Wände, also keine Tapeten oder sowas. Und da gibt es unterschiedliche Putzqualitäten. Die Spachtel machen wir mit Qualität Q3. Das heißt, jede Wand, wir müssen dreimal spachteln. Das ist halt total cool, da brauchst du nur noch streichen und die Wand ist wirklich aalglatt. Ne? Tapete ist auch mega out, ne? Tapete ist total out. Wir machen, das Einzige, was wir machen, ist, wir machen eine Fließtapete drauf. So, dann haben wir Elektro.
10.000 Euro für die gesamte Elektrik. Fenster 22.000. Dann machen wir hier ein bisschen was an der Fassade. Darf ich noch ganz kurz zurückkommen zu den Fenstern? Ja. Also wenn man von Fenstern heutzutage spricht, ist es dann immer zweifach oder dreifach? Also gibt's da immer? Wir machen immer Dreifachverglasung. Mhm. Das hat was damit zu tun, dass eigentlich Zweifachverglasung gar nicht mehr gemacht werden sollte. Also es ist schon total out. Und Dreifachverglasung ist einfach so das Modernste, was es gibt. Mhm. Hat einen sehr guten Energiewert meistens. Und dann eben mit Rollläden, mit elektrischen Rollläden. So, hier in dem Fall haben wir Glück, dass wir eine Schieferfassade haben. Das ist ganz cool, weil so eine Schieferfassade, die ist halt sehr wenig Aufwand an Sanierung. Die bleibt. Wir werden nur unten im Erdgeschossbereich neu verputzen, damit das halt schön sauber aussieht. Und die Außenanlagen nochmal mit 5.000. Das hat was damit zu tun, ich bin großer Fan davon, ein bisschen Außenbeleuchtung zu machen. Ne? Außen herum so ein paar Highlights, eine kleine nette Terrasse und so weiter. Da haben wir nochmal 5.000 Euro einkalkuliert. Aufgerundet sind das 300.000 Euro. Zusätzlich kommen 10% Puffer. Macht das, man so. Das muss man einplanen, weil es gibt immer Unerwartetes. Und dann wären wir bei einem Gesamtaufwand von 330.000 Euro. Das ist sehr viel Geld. Aber man muss sagen, wenn wir die Immobilie hier verkaufen, sind wir bei ca. 470.000 Euro Kaufpreis. Und wir brauchen für diese Sanierung hier ca. 4 Monate. Hat man denn auch einen Garten? Ja, man hat hinten einen Hof mit 2 Garagen. Mhm. Plus wir haben hier halt nochmal so eine Halle. Da überlegen wir gerade, ob wir so eine überdachte Sitzplatz nochmal draus machen. Also man hat hier wirklich eine schöne große Immobilie. 150 Quadratmeter ist eigentlich auch so das, was eine Familie braucht. Und der Kaufpreis von 470.000 wird ohne Probleme auch hier erreichbar sein. Wir sind hier halt um Düsseldorf herum. Hey Leute, wenn euch das Video gefallen hat und ihr dieses Haus sehen wollt, wenn es fertig ist, dann Daumen nach oben und denkt dran, die Glocke einmal zu drücken. In der Infobox findet ihr alle weiteren Infos. Wir schreiben vielleicht auch ein paar Zahlen rein zu der Sanierung und so weiter. Und diese Videos hier sind mindestens genauso geil wie das hier. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Also bis dann.